Herren. Wir wollen den jungen Herrn nicht wecken. Ich schon. Hey, du da! Aufwachen! Aber Fräulein, wissen Sie nicht, wer das ist? Das ist mir piep egal. Deine Karre fährt mich fast über den Haufen und du liegst da und pennst? Ja klar, ist schließlich Tag. Bis bald, Tabrik. In dem Laden mache ich es bestimmt auch nicht länger als in all den anderen vorher. Ist das für dich normal, ohne Rücksicht auf Verluste durchs Leben zu brettern? Naja, vielleicht dachte mein Chauffeur, bei Grün kann er Gas geben. Galinda! 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 Ich weiß, ich bin nur ein einfacher Mannschkin. Doch auch ein Mannschkin hat Gefühle. Und ich versuche nun schon länger, dir meine zu gestehen. Die für dich, meine ich. Aber manchmal kommt es mir vor, als wusstest du kaum, wer ich bin. Unsinn, Mick! Mock. Mick, ist dir klar, wer das ist? Du berührst mich! Das ist wie Routine nach. Der junge Prinz aus dem Winkiland. Mit dem skandalprächtigen Lebenswandel. Suchst du irgendetwas? Oder irgendwen? Ja, irgendein Geschichtskurs irgendwo. Da hinten liegt der Geschichtssaal. Aber die Stunde ist schon aus. Ach so, dann komme ich ja genau richtig. Was geht denn hier so im Punkto Spaß ab? Auch nichts. Bis jetzt. Wir müssen schließlich lernen. Ich sehe schon. Die verantwortungsvolle Aufgabe, meine Kommilitonen vom Pfad der Tugend abzubringen, fällt wieder einmal mir zu. Ich halte nichts von Schulen. Was du da lernst, das kannst du vergessen. Ich weiß das, schließlich flog ich aus genügend Schulen raus. Vielleicht wird man vom Lernen weiser und leiser. Doch soll man sich deshalb stressen, studieren lohnt kaum. Für den, der weiß, das Leben ist ein Traum. Tanz durch die Welt, knapp überm Boden, auch wenn's verboten scheint, sich ins Denken zu versenken, macht depressiv, doch keiner weint beim Tanz durch die Welt. Wer nicht gescheitert, man kommt viel weiter mit Ignoranz. Was ist wichtig zu leben und zwar richtig? Sehr schwer. Ich finde es nicht fair.
ein. Honig, ehrlich, willst du das für mich tun? Für dich tue ich alles, Galinda. Entschuldigung, Nessa, ich wollte dich etwas fragen. Du bist gut. Ich weiß nicht, was du meinst. Aber rein zufällig bin ich heute Abend noch solo, also. Also hole ich dich gegen 8 ab? Schließlich bist du was andere Maschine. Ich denk, dass wir uns verdienen. Ich mag dich. Drum mag ich dich begleiten. Auf dem Himmel weiten. Dieses blasierte Bonzensöhnchen auf. Schon überschlägt sich alles, um ihn auf einer rituellen Kultgeselligkeit zu huldigen. Sogar ich ging ja auch hin. Ist es nicht wunderbar? Man hat sich erst nicht getraut, aber Galinda hat ihn kurischifiziert, mich einzuladen. Galinda? Genau. Und wehe, du sagst noch ein böses Wort über sie. Dann, Galinda, steht mir der erste schöne Abend meines Lebens bevor. Ich bleib nicht allein heute. Endlich lud mich jemand ein heute. Dieser junge Ding, Galinda, für mich verhandelt, das vergesse ich ihr nie. Ich will auch was tun für sie, weil sie da war. Hab ich erkannt, dass wir uns verdienen und Galinda weint, weil sie sah, dass wir uns verdienen, ich und Mock. Bitte, Elphaba, versteh das doch. Galinda, hör mal, meine Schwester und ich haben gerade von dir gesprochen. Oh, nicht von dir! Ich habe mir gedacht, den